Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Hunter Classic in Val de Bois unterwegs heute, denn einer von euch hat in den Kommentaren richtig angemerkt, dass er hier auch noch Fehlerwelt gibt. Nämlich hier in Val de Bois und in dem anderen Schneedings da, ne? Ihr wisst, was ich meine. Gar nicht, wie die Map heißt. Aber da gibt es noch die Schneehühner und hier gibt es diese Alpen-Dingshühner da oder wie die heißen. Keine Ahnung. Den englischen Namen, den kenne ich. Kann ich aber nicht aussprechen. Den deutschen haben wir da nicht. Steinhuhn. Sind das Steinhühner hier? Schneehühner? Was weiß ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man die versucht zu jagen. Mit dem Hund nämlich. Da bin ich echt gespannt, ob der dann die vielleicht unten hält, dass wir da nah genug rankommen. Denn die sind ja teilweise echt schwer zu sehen. Man hört die ziemlich oft. Kann die dann so ein bisschen ausmachen, aber bevor man sie gesehen hat, sind sie dann auch schon wieder weggeflogen. Deshalb gucken wir mal, wie das mit dem Hund funktioniert. Ob der die dann an der entsprechenden Stelle hält, wo sie sind. Oder ob das auch nicht klappt. Das werden wir dann heute dementsprechend hoffentlich sehen, wenn wir dann welche finden. Wie gesagt, ich werde jetzt hier einfach mal in den Bergen ein bisschen rumlaufen, bis wir dann auf die... Auf die ersten Stoßen, ich kann sagen, ich habe gerade was piepen hören. Wie machen die denn nochmal? Ich höre die ganze Zeit so leicht was piepen, ne? Aber da hat auch was laut gepiept. Aber hier scheint nichts in der Nähe zu sein. Und es hat wohl nur Umgebungsgeräusche. Oh. Rennt wollte ich nicht. Geht er jetzt langsam? Ne. Nur weil ich nicht in der Nähe war. Na gut, ich muss mir nochmal anhören, wie die. Was die genau für Geräusche machen. Wenn wir denn dann welche irgendwann in der Nähe haben. Aber ich lasse den unten mal so ein bisschen ruhig vorlaufen. Weil er kann eh nur in die Richtung großartig. Und wenn dann da welche wären irgendwo, dann hätte er ja... Dann würde er die zumindest anzeigen, ne? Dann wissen wir auf jeden Fall, dass da welche in der Nähe wären. Jetzt oder was? Ich höre so ein kleines Piepen die ganze Zeit, ne? Ich glaube, jetzt sind sie irgendwo hier. Ah, er geht auch Richtung dem Piepgeräusch. Also irgendwo da werden sie wohl sein, aber frag mich nicht wo, ey. Ja, das ist halt die Frage, inwiefern wir die gut finden, ne? Hier links piept auch irgendwo einer. Müssen wir mal gucken, inwiefern der da rankommt. Und ob er dann vorsteht oder ob der die hoch macht. Er steht vor. Ich sehe die einfach gar nicht, ne? Ja, wo sind die denn? Er geht weiter. Ich habe natürlich jetzt hier echt eine bescheidene Lage, möchte ich fast sagen. Weil ich jetzt hier aus dem Tal hochkomme, den Berg fast nicht auszumachen, ne? Gar keine Sichtweite. Ich hab gedacht, dass die davor noch manchmal schon stehen, ehrlich gesagt, weil er davor gestanden hat. Deshalb hat sich ein bisschen gewundert, dass er dann weitergegangen ist. Aber vielleicht sind die ein bisschen weiter geflohen. Er steht wieder vorne. Ja. Naja, ich höre ihn auch. Er hat auf jeden Fall was gefunden. Aber jetzt habe ich halt echt diese Pose, dass ich da nicht schnell genug hinkomme wahrscheinlich. Ich will jetzt auch nicht aufstehen und dahin laufen. Hier sehen wir die Fährten zum Beispiel von denen.
Das werden die Hühner sein, ne? Ja, Alpenschneehuhn, guck mal. Wo heißen sie also? Ich will auch nicht so nah an den Hund ran, damit der nicht wieder aufhört zu suchen. Ah, genau in der Senke, ne? Ich sehe halt die Hühner nicht. Die müssen irgendwo da vorne sein. Ja, er zeigt es sehr an, ne? Ich kann nur da hingehen und den mit der Flinte versuchen zu erlegen. Ich sehe nicht mal, wo ich hier vorne stehe. Viel zu gut getarnt einfach. Eins haben wir auf jeden Fall, die anderen sind irgendwo nach rechts geflogen, so wie es sich anhört. Aber die sehe ich nicht. Krass, Mann. Krass, wie gut die getarnt sind. Aber das mit dem Vorstand hat gut geklappt. Der hält die Hühner unten, der hält sie am Platz. Das hat gut geklappt, Mann. Also bei den Hühnchen hier funzt anscheinend ganz gut, dass man die da auf jeden Fall besser bejagen kann als ohne Hund, ne? Weil, guck mal, du hast es ja gesehen, man sieht die einfach so gut wie gar nicht. Wir werden schon wieder da piepen. Na gut, der Hund wird jetzt erstmal ein bisschen Pause brauchen, ne? Ja. 35 Sekunden nur, okay. Das geht sogar noch. Ich weiß nicht, ob vielleicht schon die Zeit dazu zählt, wo er vorsteht. Dass sie dann auch runterläuft, weil wir so lange haben ihn vorstehen lassen. Das kann natürlich sein, dass das damit reinzählt schon. Und wir deshalb jetzt relativ schnell wieder neu suchen können. Das ist aber ganz gut, weil wir können jetzt den hier einsammeln. Und dann gucken wir, wo die anderen sind. Die müssen irgendwo da oben sein. Ich höre die ganze Zeit das Gepiepe. Aber erstmal holen wir unser Alpenschneehuhn hier, nämlich. Weibliches Alpenschneehuhn, Trophy Shot am Start. So, erstmal eine Pose. Erstmal Waffe raus, ne? So, Hühnchen dahin. Dann unser Alpenschneehuhn davor. So. Schöne Berglandschaft hier. Hier auch noch ein. Ja, jetzt immer so einen Sprung da macht, ne? Sehr gut, Mann. Guck mal, wie der Hund guckt. Ne? Im Wind die Ohren am Flattern. So muss das sein. So, nehmen wir an. Das will ich nicht. Und dann gucken wir mal, ob das Piepe da wirklich noch ein anderer ist. Oder ob das einfach nur wieder komische Geräusche sind. Wo geht er hin? Ja, der geht nach da oben, ne? Okay. Er geht nach da oben. Ich gebe dir ein bisschen Vorsprung. Denn der hat die gerade auch ganz gut unten gehalten. Und dann können wir uns da irgendwie eine gute Position suchen. Ich kann, glaube ich, schon mal so rechts rüberlaufen. Den Hang da hoch, damit ich nicht wieder diese Lage von hier unten habe. Dann komme ich da von rechts irgendwie vielleicht besser dran, als wenn ich jetzt hinter dem herlaufen würde. Der Hund, den wir hören, ne? Ganz schön laut, ey. Ganz schön laut, was wir da hören. Aber jetzt häng ich hier fest, ey, komm. Aber die erste Jagd hat gut geklappt, Mann. Die erste Jagd hat auf jeden Fall gut geklappt mit dem. Er steht schon vor, ne? Ja. Er macht sich schon bemerkbar. Da vorne ist der nächste Vogel. Da wollen wir mal gucken, ob wir den zu Gesicht bekommen. Na, wenn ich Glück habe, komme ich hier auf die Kante drauf. Und vielleicht sehe ich ihn dann von da irgendwo. Wo ist der Hund? Er geht weiter. Jetzt steht er wieder vor. Alter, keine Chance, die zu sehen, ne? Wie krass gut getarnt die sind.
Da ist der Hund. Da unten flattern auch welche. Aber hier oben muss auch irgendeiner sein. Wie krass gut. Der sitzt auf dem Hang. Ich hab den Hang angeguckt mit Fernglas. Wie krass gut getarnt die sind. Alter, aber uns irgendwo in den nächsten, die haben wir schon flattern hören. Aber den sollten wir getroffen haben, oder? Ich glaube, er liegt doch da vorne. Den sollten wir mit dem zweiten Schuss getroffen haben. Die sehen immer so weit weg aus, weil die einfach so winzig sind. Dabei sind die gar nicht so weit. Deshalb ist die Flinte hier schon ziemlich effektiv, wenn der Hund vorsteht. Dann da schön draufhalten. Man muss natürlich dann schon treffen, ey. Man muss sich aber auch einfach die Zeit nehmen, glaube ich. Beim ersten Schuss haben wir gesehen, der war einfach überhastet. Beim zweiten Schuss ein bisschen Zeit genommen, ein bisschen gezielt. Man hat so ein bisschen Panikreaktion tatsächlich, weil die einfach so, so weit weg aussehen. Aber in Wahrheit sind sie dann doch relativ nah dran. So, wo ist er denn jetzt? Hä? Der muss doch hier liegen, oder nicht? Und ist ja runtergerutscht. Die rote Spur verschwindet nicht ganz einfach von alleine. Wenn da nichts wäre. Das muss ein Tier gewesen sein, also dieses Vogelfiech da, ne? Das muss irgendwo gelegen haben, aber hier triggert nichts. Kann sein, dass der jetzt irgendwie weggebackt ist oder so. Auf jeden Fall finde ich den hier gerade nirgendwo in den Büschen. Ach, guck mal, hier liegt er doch. Direkt vor meiner Nase. Direkt vor meiner Nase liegt er. Auch wieder ein Alpenschlieren, logischerweise weiblich. Genau dasselbe wie gerade. Jetzt brauchen wir keinen Trophy Shot davon. Und wir gehen mal weiter, oder, Freundchen? Oh, du machst hier schön sitzen, ne? Alter, mein Hund hat keine Beine mehr. Lul! Hund! Mein Hund hat keine Beine. Kriegst du ein Leckerchen? Er will kein Leckerchen, warum will er kein Leckerchen? Habe ich kein Leckerchen dabei? Okay, ich habe kein Leckerchen dabei. So, dann komm mal mit, mein Freund. Ich glaube, es sah nur so aus, wenn er keine Beine hatte, weil er so hangabwärts saß. Aber wir gehen mal nach da unten, denn da hat es ja auch einen gezwitschert. Insofern müssen da auch noch irgendwo welche rumschwirren. Aber schon zwei Stück erlegt, hätten wir in der Zeit normalerweise niemals geschafft. Die so schnell aufzuspüren, das wird dann nur Umgebungsgeräusch, ne? Okay, hat noch 23 Sekunden. Weißt du nicht so richtig, was Umgebungsgeräusch ist und was nicht? Da hinten auch wieder was gepiept. Sekunden. Wir lassen sie einfach wieder vorlaufen. Ich glaube, das können wir hier gut machen. Weil er hat eh nicht die großartige Option, hier irgendwo lang zu laufen, wo wir nicht hinwollen. Insofern lass ihn arbeiten, ne? Lassen wir ihn arbeiten, dann können wir dann auch nirgendwo reinlaufen in die Hühner. Sobald da irgendwas ist, werden wir das deutlich erkennen am Verhalten des Hundes. Er schnüffelt. Und er geht in die Richtung. Er scheint da oben was gefunden zu haben. Irgendwo auf dem Hang. Da haben wir auch das Piepen gehört gerade, aber. Steht er jetzt schon vor? Nee, ne? Piepen wird aber auch lauter, aber ich glaube, das ist dieses Umgebungspiepen. Das haben wir nämlich da vorne am Zelt. Lol, was hat denn für ein Leck? Davon am Zelt auch schon gehabt, wobei es hat er wieder nichts mehr, ne? Weil wir sie flattern hören. Hört er? Da unten flattern irgendwo welche. Oh, das ist einfach ein Soundbug. Aber ich glaube, das ist dieses Flattern. Hier sind auch die Fährten, ne? Hier sind auch die Fährten, ja. Die werden da irgendwo den Hang hier runter geflogen sein, nehme ich an. Okay, hat sogar Steinbock, alles klar.
Das ist gar kein Schneehuhn, aber ich höre immer noch flattern da unten. Vielleicht fliegen die da unten irgendwo. Aber dann werden wir da gleich auch hinkommen. Ich glaube, der Hund ist ja irgendwo links hinterm Busch, habe ich gerade gesehen. Ja, hier vor mir ist er. Da werden wir dann gleich hier hoffentlich runterkommen. Ich weiß nicht, ob wir hier runterkommen oder ob wir ein bisschen zur Seite müssen. Na, hier geht's noch, ne? Ja, hier sieht's noch ganz gut aus. Der Hund ist vor mir, der hat seinen Spaß da unten. Hat jetzt gerade kurz gestoppt und sich einmal orientiert. Könnte sein, dass er was gefunden hat. Ich bin nicht so sicher, ehrlich gesagt. Nein, nein, dafür geht er zu viel hin und her, aber... Naja, jetzt geht er auch schneller, wollte ich gerade sagen. War so komisch, dass er so langsam gelaufen ist. Hat er da oben irgendwas oder warum läuft er da hin? Nein, nein. Er rennt. Er rennt weiter. Ich glaube, wir holen den Hund mal hier hin. Ey, da unten flattern schon wieder, hört er? Irgendwo da unten, da flattern auf jeden Fall die Hühner. Ich gehe mal an die Kante ran, mal da gucken, ob wir da irgendwas finden können. Vielleicht haben wir da Glück. Und finden da ein paar Hühnchen, die wir noch erlegen können. Wenn wir uns mit dem Hund da anpischen können. Da vorne ist noch eine Fährte, die gucken wir uns auch mal an. Ob das ein Steinbock ist oder aber von unserem gesuchten Federwild. Ich höre mal dieses leichte Flattern manchmal. Ja, Steinbock. Immer noch, ne? Als ob die da irgendwo rumbacken oder im Kreis fliegen oder was auch immer. Hier, mal gucken, wir müssen jetzt von hier auf jeden Fall dann irgendwann abwärts gucken können. Immer noch Steinbock hier. Da unten in dieser Senke habe ich schon öfter mal diese Hühner gefunden. Vielleicht sitzen sie da irgendwo. Aber ich höre sie jetzt auch nicht mehr. Ich komme, glaube ich, nicht näher ran. Vielleicht sind sie auch weiter geflohen. Da vorne fliegt ein Huhn. Steinbock haben wir gerade auch gehört. Allerdings, die Hühner fliegen echt da vorne rum, ne? Haben wir gerade vorne schön gesehen. Ja, wir hören sie, ne? Da vorne fliegt wieder eins. Ist echt super schwer, die Distanz einzuschätzen. Aber das haben wir erlegt. Das haben wir sogar erlegt. Wie gesagt, durch diese Größe ist es einfach so schwierig, das einzuschätzen. Du hast ja auch gar keine Bezugspunkte in der Landschaft. Irgendwie so ein Baum oder so, klar, so ein paar Büsche, aber dann weißt du nicht genau, ist der jetzt dahinter, ist der davor. Ach, diese. Ist super schwer, das genau auszumachen. Lul, was ist das denn hier? Ein stehender Haufen, ne? Schöner stehender Haufen, den wir da haben. Aber das ist echt super, super schwer, da dann die entsprechenden Distanzen einfach richtig wahrzunehmen. Der erste Schuss hat, glaube ich, schon gesessen gehabt. Ich hätte den zweiten gar nicht hintersetzen müssen. Aber hier haben wir ein männliches, glaube ich, sogar mal, oder? Ja, tatsächlich. Männliches Alpenschneehuhn. Machen wir nochmal ein Bildchen von. Hund, was ist mit dir? Komm hier hin. So. Da guck mal, sogar mit der Flinte über der Schulter. Leute. Ja, weil es natürlich jetzt hier wieder mit
größte Problem natürlich in die Hand zu kriegen, ne? Wobei. Oh, sieht sogar fast ganz gut aus. Haben wir. Da ist es Alpenschneehuhn Nummer 3 erlegt. Hat geklappt. Sehr gut. Also da ist der Hund, glaube ich, echt eine große Hilfe. Wie gesagt, die sind super schwer zu sehen. Wenn sie sich gerade rumflattern, hört man so oft. Aber dann da ranzukommen und die dann vor allem zu finden, super, super schwer, wenn der Hund, der dann vorsteht und die dann vor allem auch am Boden hält, bis man dann da ist und in Schussposition. Auf jeden Fall große Hilfe dabei. Sehr, sehr große Hilfe. Versuch vielleicht nochmal mit den Schneehühnern bei der anderen komischen Map da. Dass wir uns auch vielleicht auch nochmal angucken. Aber das soll erstmal gewesen sein von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben würde ich mich über freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.